Eine neue Folge Doom und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich. Ja, in der letzten Folge haben wir den, keine Ahnung, den Roboterkerl kennengelernt, der irgendwas von uns wollte, aber ich weiß nicht mehr was. Ich weiß es nicht mehr. Wir sollen irgendeinem aufs Maul geben, das machen wir jetzt auch. So, meine Fresse. Erschießen wir irgendwas, deswegen schaltet ihr ja ein. Oh fuck! Ich habe das gerade gar nicht so richtig realisiert. Halt, Moment. Hast du eine Ruhenprüfung? Ach man! Bleib doch mal stehen! Leck mich doch am Arsch! So! Meine Güte! Geheimnis gefunden. Leider ist mal kein Easter Egg mit einem Pfeil im Knie. So. Schaltet dem schweren Sturmgewehr, bevor die Zeit bewegen ist, nur 3 Sekunden lang nach einem Kill möglich. Was? Das wird interessant. Wir können uns nur 3 Sekunden nach einem Kill bewegen. Na, okay. Also jetzt können wir uns theoretisch auch nicht bewegen? Nein. Du Sau, du! Okay, ich dachte, wenn ich mich einfach in die Ecke stelle, wird es ein bisschen leichter. Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, einfach abwarten geht auch nicht. Zehn Kills. Oh! Komplex für Volks. Achso, ja, das ist ja das, wo wir jetzt sind. Also haben wir die Herausforderung auch abgeschlossen. Oh ja. Also nach einem Chloe Kill können wir uns schneller bewegen. Ist ja auch praktisch. Komm schon, lade!
Ja, Leute, sorry, mir geht's heute echt nicht gut, deswegen ist es vielleicht noch nicht so. Ich bin ehrlich gesagt stinksauer. Ich bin richtig sauer. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sauer ich derzeit bin. Also die Aggressionen des Doom Marines sind ein Witz gegen das, was ich gerade empfinde. Aber da sind solche Spiele gut, einfach mal die ganzen negativen Gefühle rauslassen und ein paar Dämonen dabei umlegen. Okay, da unten muss ich hin, aber ich will ja noch was sammeln, da muss ich da hinten. Wow! Das kam jetzt eigentlich sehr überraschend. Oh yeah. Mal sehen, ob es funktioniert. Sind wir hier auf der richtigen Höhe? Oh fuck! Ich dachte gerade hinter mir wären solche Schädel. Eins, zwei oder drei. Ach, da komme ich jetzt nicht mal hoch. Mist. Da komme ich nicht mehr hoch, okay. Au! Das ist, glaube ich, der erste nicht wirklich blutige Leichnam, den wir hier finden. Oder überhaupt sehen in diesem Spiel. Bleibt die Leiche? Hä? Wo ist die Leiche hin? Mysteriös! Wow! Komme ich da nicht rein? Mobile Lafette. Halt die Waffe um die Waffe in einer mobilen Lafette und hier oben überhitzen. Der Rotator. So, kann man sich durchlesen. Obwohl ich die Gatling eigentlich total gefeiert habe, habe ich sie eigentlich noch gar nicht benutzt, oder? Ich glaube, ich behalte die Minigun jetzt mal ein bisschen. Gibt, glaube ich, momentan keine bessere Methode, um Aggressionen abzubauen.
Ach, da ist ja die Leiche. Ah, okay. Da komme ich ja her. Da wollte ich jetzt eigentlich auch nicht hin. Ich wollte ja eigentlich da auf das andere, da ist nichts. Okay, ich habe keine Ahnung, wo dieses Sammlerstück ist. Ah, Mann, gehen wir halt hier lang. Okay. Medipack. Du wechselst schneller die Waffe, du greifst schneller nach Vorsprüngen, du wechselst Waffenmodus schneller. Ach, naja. Hab nur gerade nach den Herausforderungen geschaut. Ist das da drin vielleicht die Big Fucking Gun? Notfallsperrung. Notfallsperrung. Meine Fresse, was brauche ich eine Notfallsperrung? Ich will was erschießen. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Ja, ich glaube, da komme ich nicht ran. Sind die anderen Bereiche auch nicht mehr gesperrt. Sehr schön. So, ein Geheimnis? Jawohl! BFG3 Ach, 9000. Oh ja. Big fucking Gun, das ist doch mal geil. Also irgendwo haben wir hier eine neue Info. Cyberman Cubus, das ist der. Oh ja. Ein der anderen Labore etwas? Jawohl.
Das sieht auch interessant aus, aber hier ist kein Geheimnis, oder? Ich hab jetzt ernsthaft einen Oberkörper. Ich hab den Leichenoberkörper. Leute, ich hab den Leichenoberkörper. Meiner ist viel schöner. Ah. Wow. Also über dieses Ding gibt es ja wirklich viele Infos. Und hier gibt's nichts außer... meiner geliebten Doom-Figur! Yay! In Pink! Was ist denn das für ein geiler Blutfleck? So, sonst haben wir hier nichts. No. In KFF wurden bereits einige technologische Durchbrüche erzielt. Die Entwicklung der Zutritt gestattet. Hallo, Dr. Peters. Da! Wow! Scanvorgang. Nicht autorisiertes Personal bestätigt. Ausschluss erfolgt in 5, 4, 3, 2, 1. Ernsthaft? Aktiviere Lasersicherheitssystem. Was? Nein! Wer baut sowas? Was? Du blöde... Damit sind wir hier bei Resident Evil oder was? Das kann ja wohl jetzt nicht sein. Biometrischer Fehler entdeckt. Scanvorgang. Nicht autorisiertes Personal bestätigt. Ausschluss erfolgt in 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Nur mal sagen, dass ihr einen Knall habt. Da! Funktioniert das irgendwie anders? Naja, ich muss da drauf springen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich mach's richtig. Ich habe einfach nur ein scheiß Gefühl für Timing. Denke ich mal. Dann geht's wieder los. Biometrischer Fehler entdeckt. Scanvorgang. Nicht autorisiertes Personal bestätigt.
Ausschluss erfolgt in 5, 4, 3, 2, 1. Aktiviere Lasersicherungssystem. Komm schon. Ach! Ah! Was soll die Scheiße? Alter, was ist das für ein Was war das? Hä? Biometrischer Fehler entdeckt. Scanvorgang. Nicht autorisiertes Personal bestätigt. Ausschluss erfolgt in 5, 4, 3, 2, 1. Aktiviere Lasersicherheitssystem. Wahaha! Alter! Okay, das war ein bisschen eigenartig. Oh yeah! Fuck yeah! BFG 9000 Waffe mit extremer Durchschlagskraft, die durch Drücken von Y angewählt wird. Nutzt sie, um deine Gegner zu vernichten. Dafür habe ich auch andere Dinge. Begeben Sie sich bitte zum Lazarus-Aufzug. Dämonische Gebäude auf Stufe 4. Wow! Sowas brauche ich auf der Arbeit. Begeben Sie sich definitiv bitte zum Lazarus-Aufzug. Dämonische Bedrohung auf Stufe 5. Ich will da rein. Oh yeah. Oh ja, nächste Prüfung. Schwäche bei der Pistole 8 Imps und führe dann Chloe Kills aus. Okay, krieg ich hin. Mit der Pistole die Gegner schwächen und dann im Nahkampf killen, das kriegt schon. Komm schon! Stirb unter meinem Stiefel der Schande.
Nein! So muss ich lieber der Pistole schwächen. Ich kann ihn auch einfach eins aufs Fressbrett geben. Und wenn die ihr schon so freundlich seid und mich dabei unterstützt, sage ich nicht nein. Haha! Intimität ist wunderbar. Oh yeah. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, geil, wir können noch eine Rune auswählen. Was machen wir? Dann schauen wir jetzt mal. Ich glaube, wir haben damit doch auch noch eine Herausforderung beendet. Ja, haben wir. Sehr schön. 13 Punkte. Mein Vater. So. No. Ich glaube, da ging's lang. Ah ja, immer der Blutspur hinterher. Kommt noch ein bisschen. Ich liebe dieses Teil. So, wo geht's lang? Naja, wir befinden uns scheinbar am Scheideweg. Und in der nächsten Folge werden wir mal schauen, wo uns dieser Weg hinführt. Also danke fürs Einschalten. Und jetzt, wo wir dieses Baby hier haben, haben wir auch jede Menge Spaß. Also Leute, bis dann. Ciao. Und danke fürs Einschalten.